Demonstranten haben in Venezuelas Hauptstadt Caracas Sicherheitskräfte mit Kotgeschossen angegriffen. Sie füllten Fäkalien in Flaschen und Gläser, ehe sie diese mit einer Zwille auf Polizisten abschossen. Die Menschen fordern den Rücktritt von Staatspräsident Nicolás Maduro. Seit Anfang April sind bei den Unruhen fast 40 Menschen ums Leben gekommen. Oppositionspolitiker Enrique Capriles sagte, die Familien von 85 inhaftierten Armeeangehörigen hätten ihn damit beauftragt, der Öffentlichkeit mitzuteilen, dass diese Soldaten die Verfassung verteidigen. Esa información, hay un grupo de Maduro wirft seinen Gegnern vor, mit Hilfe der USA einen Staatsstreich durchführen zu wollen. Dass Demonstranten Kotgeschosse abfeuerten, ist nach Ansicht der Regierung ein Verstoß gegen internationale Bestimmungen zu biologischen und chemischen Kampfstoffen.